muss das hier mal ja alles ein bisschen umsortieren. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich höre hier so ein komisches Schmatzen, als würde jemand eine Wassermelone liebkosen. Du, ich sag mal, Timmy. Was ist denn für Halloween? Ja, aber du hast ja gar kein Messer in der Hand. Ja, ich darf keine scharfen Werkzeuge benutzen, deswegen nehme ich die Stumpfen, die mir von der Natur gegeben wurden. Wie jetzt, dein kleiner Piller oder die Lippen? Alter, ich bist doch krank. Kürbis, bist du eine schöne Form. Du leckst den Kürbis da irgendwie in eine Form? Ja. Du hast doch echt geleckt. Irgendwie einen, du hast doch einen Wasserschaden, ja, Junge. Jürgen Gun. Alter, ich nehme hier die Kanone mit und eine so eine Salami. Die Cannellonis. Ah, Halloween Special, ne? Bigfoot hat sich irgendwie auch geschminkt, habe ich gehört. Hat sich ein kleinen, schöner Bettkürbis auch. Hat sich ein Tiger aufs Gesicht gemalt. Schön Bettkürbis. Ach ja, Mann. Ich hab. Das wissen die Leute ja noch gar nicht, aber ich kann ja jetzt Delfinsprache. Ja, ich weiß, was es in so einem komischen Camp. Camp Lochvergnügen hast du es genannt, ne? Camp Lochvergnügen. Und da hast du Delfinisch gelernt. Da haben wir das Rentnerprogramm gestartet. Aber die haben gesagt, dann habe ich schlechte Bewertungen gekriegt wegen zu wenig Blaslochforschung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lade ich noch ein paar Delfinkundler Rentner ein. Rentner Blaslöcher? Wieder forschen musst? Ja, aber sind das nicht immer, du wärst ja weit bei der Lochforschung. Wir sind auch sehr weit. Wir haben ja hier mit Cher, die wurde ja so oft geliftet, dass quasi ihr Anus jetzt im Nacken sitzt. Und deswegen hat sie sich zu den Delfinen begeben. Stuhl? Die Frau Stuhl? Okay. Siehst du? Da war ein Delfin. Und das hast du wirklich, also ich weiß, also ich kann es bezeugen, er war wirklich in einem Camp und hat mir auch mehrere Botschaften geschickt, Nachrichten über WhatsApp. Hat gemeint, der trainiert das, der wäre jetzt in so einem Kurs. Da habe ich gesagt, und wie ist es? Ja, mein Hintern tut schon sehr weh, aber ich werde besser. Ich werde besser, ich werde besser. Ich trainiere meine Delfinsprache. Mein Anus schmerzt, aber ich werde besser. Irgendwann werden sie mich als einen der ihren akzeptieren. Warum willst du überhaupt bei diesen verlogenen, falschen Viechern rumhängen? Sie werden dich als ihren akzeptieren? Na klar, richtig schön, baller ich mir Shortbread rein. Guck mal, so ein Ding, ne? Magst du das? Guck mal, schon mal mit meinem Anus, guck mal, ich zünd's an und jetzt mach's mal mit deinem Anus aus. Hörst du es? Hä? Ah, kannst du nämlich mit deinem Rektum Kerzen hier löschen. Klar, das habe ich im Camp Apfelbirne Anus gelernt. Du warst in sehr vielen Camps, ne? Ja, du musst ja für alles irgendwie ein Camp haben am Ende. Hast du so ein Camp Life? Camp Life, ja. Ist das nicht hier der Old Philly? Wow, Old Philly! Oh, Old Philly Spritz, Alter! Und der Buzzin! Und Buzzin Frog im Lake Schlubber die Nudel. An den Chocomatic Sun Hills. Alter, da werden wieder Bäume geschmissen. Am Eriesee, Alter, am Erection-See. am Erection Hill. An den Erektionsbergen. Ja. Beim Old Philly. Am Flatus Lake, Alter. Da riecht's immer sehr schwefelig. Sehr Schwafelschwefel. Flatus Lake. Wo laufen wir eigentlich rum, am Old Schnabber? Halt typisches Bigfoot-Jagen, ne? Halloween Edition halt. Wir haben eigentlich gar kein Ziel mehr. Nee, wir warten, bis er kommt, und dann batschen wir ihn weg und dabei reden wir halt über Durchfall. Und dass es halt schon wieder Leute nicht geschafft haben, an Halloween zu spuken, weil die braune Welle kam. Weißt du, wird immer über die rote Welle gesprochen. Ja, aber wir schaffen auch Awareness für die braune Welle. Ja, es muss auch mal. Und damit meinen wir keine Nazis, sondern Stuhl. Wir reden nur über Stuhl. Denn Stuhl ist unsere Passion. Außerdem ist jetzt nicht eher blau die Farbe des Rechtsradikalen so irgendwie? Weiß noch gewechselt. Nicht. Die haben immer neue Farben. Die suchen sich das gerade aus, saisonal. Dann wird die wird ja auch meistens zugeteilt dann. Ne? Es ist ja, übers Gottophon? Übers Gottophon wird dir das dann zugeteilt. Du bist jetzt das und das. Keine Ahnung, ich kenne mich so mit dem Internet an sich. Ich bin außer so Let's Play und Stream-mäßig bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr im Internet, weil mich das einfach müde macht. Du bist auch irgendwie schon ein alter Mann, ne? Muss man schon sagen. Du bist so. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit einfach zu tun, dass es für meine Mental Health einfach, dass man sich wesentlich besser und gesünder und als normaler Mensch wieder fühlt, wenn man das mal einfach
ein paar Wochen weglässt. Also ich schaue mir in Dauerschleife Kriegspodcasts und sowas würde ich mir an. In Dauerschleife einfach rauf. Hast du die Kamera mitgenommen? Hier ist ein Foto. Aber, ja, aber für was? Bringt eh nichts. Für was? Bigfoot schmiert überall seine Pranken hin, ne? Ich schaue mir nur noch Bigfoot und Aquarium-Content, habe ich mir die letzten 3 Wochen angeschaut. Ja, und halt die Delfinforschung, ne? Ja, eben, genau. Was ist im Busch? Ja, ich höre hier so ein... Ich habe 2 Huschen gerade gesehen. Ein Huschgeräusch. Meine Eltern waren 2 Huschen. Geräusch? Ich habe ein Riesending, das macht vieles weg. Mann, wie hältst du das nur alles versucht auszubrechen. Ich habe einen ziemlich großen Schwanz, das macht vieles weg. Wilson versucht auszubrechen. Nein, ich sitze hier nur rum. Los, fixiert ihn. Er hat eine Waffe. Das ist nur ein Buch. Ja. Nehmt das Buch. Sie kennt das Buch. Ah, das sind so nice Filme, ne? Na, darfst du heute aber nicht mehr zeigen. Das sind verboten. Was? Harold und Kuma auf jeden muss man gucken. Ja, aber schon grenzwertig. Und darüber darf man heute nicht mehr lachen. Letztes habe ich dir vorgelegt. Ja, aber die sind ja selber POC, deswegen dürfen die alles. Dann darfst du ja alles machen. Das ist ja dann nicht das Problem. Wenn ich das jetzt als privilegierter cis-weißer Mann machen würde... Weißt du, was mich richtig nervt? Dass die Comedy von heute auch nur noch sowas ist. Nur noch so, welche Farbe, welches Geschlecht... es ist furchtbar. Ich habe letztens haben wir so einen Film gesehen, weil wir hier wieder bei schlechte Filme sind, irgendwie Old Dads auf Netflix. Ja, siehst du, aber in der Zeit hätte ich den auch politisch inkorrekten quasi gucken können. Hättest du quasi geguckt. Der ist richtig gut. Da sind Bilder gemalt, wie Franzosen Leuten zum Foltern Katzen darf in den Hintern schieben. Darf man über Franzosen noch Witze machen? Darf man die noch dissen? Wie immer. Also bei Franzosen durftest du schon immer. Also Franzosen sind quasi keine Menschen. Keine Rechte für Franzosen. Das will ich damit nicht sagen, ja, aber da im Bereich Comedy, also da durfst Franzosen durftest du immer. Da darfst du drauf prügeln. Prügel drauf. Prügeln. Den Gérard. Gérard. Depardon. Jipanjong, Jinjong, Jipanjong. Alter, Lake Village. Lake Village. Lake Village. Gibt's die Leck-Grundschule? Itzi bitsi lecki mi. Du darfst ja auch noch immer Witze über die Kirche machen, das ist auch noch cool. Die sind überall Zigaretten. Auf die Kirche prügelt ein, Jungs, macht sie fertig. Das sind Witze ohne Opfer. Oh, hier ist wieder ein Telefon, das wird gleich wieder laut. Ich weiß es jetzt schon, ey. Hier drin wird's stimmungsvoll hier. Ich habe auch so ein Glory-Kürbis habe ich hier drüben gefunden. Der hat so große Augenlöcher irgendwie. Wirklich? Komm mal her, hier ist ein Glory-Kürbis. Ja, warte, ich muss den hier noch sammeln. Man muss immer wenn auch in Code die Wände findest, absuchen. Wir brauchen Code. Oh, wir brauchen Blau. Code. Blau-Kott. Boah, die Glocke von Rom, Alter, glöckelt mir hier voll rein. Die Glocke von Rom? Nee. Römische Glocken, ist das nicht so eine Sexstellung? Die römische Glocke? Der römische Glöckler. Jetzt am Glockenspiel. Ja, hier, Glöckner von Notre Dame, das ist, wenn du dir selbst auf die Eier kackst, weil sie so tief hängen, das ist bekannt. Glöckner von Notre Dame? Der Glöckner von Notre Dame, oh Mann. Aber das ist bekannt, wenn du halt so tief hängende hast, dass du dich selbst ankackst. Das passiert ja einigen. Da gibt's ja Dunkelziffer. Da gibt's ja Dunkelziffer. Ja, Quantum, aber hier der kann da aus erster Hand sprechen. Der ist da immer bei so einem anonymen Glöttges-Schisser treffen. Der Kuss des Poseidon trifft mich trotzdem immer, Alter. Auch wenn sie noch nicht im Wasser hängen. Obwohl das in meinem Alter eigentlich auch schon normal wäre, ne? Ach, Quatsch. Ab 40 wird der lila. Noch ein bisschen Zeit hast du. Ab 40 wird der lila. Der ist aber jetzt schon wegen den ganzen Krampfadern. Ab 40 wird der so lila und schwillt an. Und dann verlierst du ja auch, ne? Der wird ja kleiner. Dann verlierst du dann, ne, nicht wenn du ihn regelmäßig trainierst. Nee, du musst ihn regelmäßig nutzen, ja. Dass der schönste Freddy bleibt. Der ist so schön, ja. Muss jeden Tag geschmeidig. Das ist wirklich rum. Wahr. Du musst wirklich ihn einsetzen, sonst baut der ab. Das ist wie ein Muskel halt, ne? Ja, ja. Das ist wie so eine Nabelschnur, das fällt dann ab irgendwann. Hast du noch so ein Pipi-Loch? aus deiner Fettschürze. Oh Gott. Wie so eine Capri-Sonne ohne Strohhalm. Sieht du nur das noch aus? Da die Vorpflaume, ja. Was? Eine Capri-Sonne ohne Strohhalm. Du hast so eine Fettschürze. Das spritzt dann auch so unkontrolliert aus. Ja klar, wir müssen es kontrollieren. Alter!
Wir brauchen diesen Code, diesen blauen. Aber wo bist du hingegangen? Den wirst du ja nicht im Nachbardorf finden. Ich gehe hier rüber, nee, da ist so eine kleine Kringelung. Ich gehe hier 6 Kilometer weit weg. Ja, ich wollte das Bison wollte ich noch erschießen. Na, hier, könnte doch gut sein, dass er hier ist. Das Kringelcamp. Nee, Bluecoat Van Damme ist bestimmt im Dorf. Wobei, wenn es jetzt dunkel wird, sollten wir vielleicht zurück ins Dorf gehen. Ist denn schon dunkel? Ja, gleich. Bluecoat Van Damme. Da oben geht's ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht ist da noch irgendwie ein kleiner Klöttkes. Auch keine Waffen gefunden bis jetzt irgendwie. Also ich habe das Gewehr gefunden. Autobatterie habe ich gerade gefunden. Geht ein bisschen was. Guck mal hier, der Code. Siehst du, habe ich doch gewusst. 7231. Echt so weit weg im Klöttgendorf? Klar, was im Klöttgendorf. Hier, geh mal oben an den Rucksack. Da ist ein GPS drin. Lass mal aus, Klöttgen. Weißt du, ich kenne ein Pärchen aus den USA und die Frau schaut solche Videos, um Deutsch zu lernen. Ja, was ist so? Denkt, Klöttgen wäre so ein deutsches geflügeltes Wort. So ein Verstärkungswort, wie weißt du, wie ich meine, zum Beispiel, weißt du so? Weißt du? Weißt du? Und dann sagt sie irgendwann, Irgendwann redet die so eine ganz komische, weißt du, und die Leute, was ist los? Ich habe sehr viel Deutsch gelernt. Ja. Klöttgen. Hast du den Code eigentlich gemerkt? 7231. War's das? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe aber ja. Ah, Moment. 7231. Ja. Dicke Sniper drin. Oh, das ist schon mal gut. Schöne dicke Snipe. Schöner AVM, wenn er kommt, gehen wir voll auf die Nuss. Guck mal, hier, die Spinne blockiert auch das Fenster, kommt er gar nicht rein. Kommt er gar nicht rein, ey, weil er auch Angst hat vor Schlag. Klar, der kann aufgeben. Aber es ist eigentlich hier eine gute Hütte zum. Das ist eigentlich zum eine gute Parken. Hütte, ja. Jetzt noch schön hinten. Guck mal, hier ist auch noch so eine Masturbierhand von Bigfoot. Ja, aber die habe ich schon benutzt, deswegen ist keine Haut mehr drauf. Ja, die war mal fleischig, aber du hast sie abgeruppelt. Die war mal. Hast du den heiligen Körben da drin gesehen? Ja. Schönes Lustloch. Dad, auf Schönes. Der Toilette war so ein komisches Loch. Das ist ein Schwanzloch. Das ist ein Schwanzloch, mein Junge. Nein, nein, nicht, nein. Wie, aber was ist noch zu sagen? Ja. Es guckt noch so rüber. Soll ich ihm das jetzt erzählen? Ich bin dein Wingman, Alter. Und dann gibst du deinem Wingman. Dad noch eine gute Nacht und einen Job. Der eine Typ so, nope. Wieder mal so umdrehen. Nee. Oh, da hat er direkt nach drei. Warte, ich leg schon mal hier eine Trap hin. Ich hab Fleisch. Ja, schönes Kotelett. Ich hab nur Pistole. Ja, nee, obwohl ich müsste auch das haben. Ja, stimmt. Dann können wir direkt burnen, wenn wir hier oben stehen. Können wir dann reinrennen und dann abburnen. Bam. Schöne Burned Ends. Ich mach die Fenster zu. Mit den Haschen machen wir sehen hier Copyright explodiert. Boah. Wow, da steht er! Boah, Alter, wie weiter rein. Die Pistolen leer geschossen ist. Wo ist er? Keine Ahnung. Hab ich ihn erwischt? Ja! Oh, jetzt kommt er aber. Wen will er von uns? Er will er beide. Bam! Angezündet! Er ist da! Oh Gott, wieso? Boah, ich dachte, der wäre noch da! Oh nein! Damit kriegen wir ihn nochmal. Aber er ist schon weg. Gott, ey, ja. Er war voll auf der Flucht. Boah, ich verflucht. Ich dachte, der wäre noch. Oh, die Falle ist noch nutzbar. Glaubst du, der kommt nochmal wieder? Nee, also ich habe ihn angezündet. Wenn, dann rennt er jetzt eh noch brennend hier durch den Wald irgendwo. Ich leg hier nochmal die Falle hin, Achtung. Nochmal vors Haus gelegt. Boah, jetzt muss ich aber mir eine Cabanossi und ich hab nur eine. Oh. Oh, hat er gemacht. Ein grüner Heilnebel durchflutet meinen Körper. Ein schöner grüner Fock durchflutet meinen Körper. Ich hab gar keine Moon mehr. Alter, guck mal, die Tür ist richtig zerwichst. Hast du Sniper Moon? Sniper Moon habe ich noch 37. Aber keine Pistole mehr.
Ja, ich kann mir ein bisschen was reinschieben. Ja, die haut da raus, ne? Die Pistolenmuni. Die Pistole, die schießt übelst schnell. Ich hätte auch mal eine gute Gau gegeben. Ich habe auch 6 Gauge. Ja, ich habe auch noch keine Gaugenspritze. Wir brauchen unbedingt hier eine Gaugenspritze. Boah, er heilt sich gar nicht. Ja, noch nicht, er ist ja, er muss ja auch noch ein bisschen wandern. Guck mal hier, der Blutmond da oben mit einer Fratze. Alter, die Map ist aber riesig, was die da für oben noch für Abzweigungen hat und so. Klar. Das ist die größte. Das ist halt auch Yellowstone. Aber wir waren schon im Island Fanny House da unten, waren wir schon. Fanny Island, Alter, das war ein richtig schöner Urlaub. Schönen fettigen Fanny. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Wir können eigentlich schon um Fanny Island wieder drumherum laufen. Nimm die Falle mit. Nimm die Falle mit. Oh, guck mal, der Mond! Ja, hab ich auch gerade gesagt. Der Mond mit so einer Grimasse. Bin ich ja begeistert. So ein fieser Blutmond. Kreis Industry Moon. Ja. Schwesternmond. Brudimond, Alter. Der Brudimond steht hoch im Himmel. Er errecket meinen Pimmel. Ich glaube nicht, dass er sich heute noch ein zweites Mal raustraut. Ah, ich weiß nicht. Könnte mir schon vorstellen. Aber wo ist er denn? Er snackt auch nichts, ne? Er hat gesagt, irgendwie er muss auf seine Figur achten, weil bald ist Skisaison. Da will er irgendwie in seinen Skinny-Suit reinpassen. In seinen Skinny-Suit. Ja, wegen dann der Aerodynamik und so hat er gemeint. Da schäft er sich auch. Ne, dann gehen wir da rechts gleich mal, würde ich sagen, kurz hoch. Oh, jetzt hat er sich. Oh, jetzt hat er sich aber ordentlich gegönnt. Ich glaube, er hat sich auch eine Cabanossi reingebügelt. Ja. Hat wahrscheinlich die Familienleiche gefunden irgendwo. Klar, jede anständige deutsche Familie hat eine Familienleiche. Klar. Ich könnte auch Leute ohne Familienleiche gar nicht respektieren. Ich würde sagen, du hast überhaupt kein Recht, mit mir zu reden. Mit denen an einen Tisch? Ne. Sag mal, wie talkst du zu mir, würde ich sagen. Gar kein Recht. Side-Eye machen. Aber offensive. Richtig offensive den Side-Eye. Hier gibt's ja gar nichts. Ist nicht mal irgendwie auf der Karte so richtig, ne? Oder gibt's da eine Höhle? Vielleicht in eine Höhle rein? Oder guck mal, hier ist noch Geländer. Ich, oh, ich werde angegriffen von Bigfoot! Was? Ich bin ganz woanders auf der Map. Hilfe! Alter, der zerlegt hier alles! Rette mich, kleiner Timmy! Boah, was macht der jetzt? Der macht Chokeslam oder sowas! Ich fackel ihn ab! Alter, er hat den Zaun zertreten! Da, er kommt durch den Wald! Ist ein kleiner Crack Snake, hat er sich jetzt getroffen. Boah. Naja, klar, durch so einen kleinen Crack Snake hat er sich wieder mobil und stark gefühlt. Crack Snake $5 unten am Waterfall. Am Waterloo Fall. Ich habe ja gesagt, der kommt nochmal wieder. Ich hab's richtig gespürt. Meine alte Kriegsverletzung hat nämlich gejuckt. Eine alte Camp-Verletzung. Eine alte Camp-Verletzung. Wie ist das denn passiert? Campleiter Bronson. Ich bin auf zwei Buben ausgerutscht. Hier ist Gauge. Und eine Gaugenflinte. Oh. Na, siehst du, hat sich nochmal gelohnt, hier abzugaugen. Achtung, der manipuliert den Wald. Boah, Alter. Echte Waldmanipulation, ne? Das ist schon übel, was der macht. Alter, wie viele Totems, ne? Ja, früher waren die ziemlich selten, jetzt haut er sie dir um die Ohren. Der Schnitzerkurs im Camp hat ihm halt so ein Nudeltotem gebastelt. So ein schönes Macaroni-Totem. Ein schönes Macaroni-Totem. Mit Glitzer und Pfeifenreiniger als Stabilisator. Aua! Was? Er ist schon wieder da! Was will er denn? Ja, der riecht das Essen, der riecht die Wurst in der Hose. Oh Gott, ich muss nachladen, es dauert.
Oh Gott, oh nein, er will mich slam dunken. Boah, und er schlägt nochmal nach. Ich hab ihn in die Falle hier, er ist in die Falle getreten. Alter, was ist denn hier los? Alter. Guck, wie er springt. George aus dem Dschungel kam hier. Das war auch ein Film, Alter, ne? Mit, ja, man kann es nicht gesehen haben. Der ist irgendwie frühe 90er, da warst du viel zu jung. Ja, genau, da war ich erst 5. Ja, kannst du nicht gesehen haben. Nicht gesehen haben, mit 5 Kasper kann kannst du eigentlich auch nicht gesehen haben. Nee, eigentlich gar nichts. 93 kam der, glaube ich, oder sowas. Ja, und die laufen ja nur einmal und dann sind die weg. Ja, ist ja egal, ich bin ja 85er Jahrgang, also kann ich es ja gesehen haben. Ja, deshalb 12, war illegal. Weil, nee, Privatverführung nicht, öffentliche Verführung, ja, Privatverführung ist... Ey, ich weiß doch, jetzt noch den verrückten Professor. Erlaubt. Ja. Ja, da, der war auch ab 12 und haben meine Eltern auch gesagt, wir nehmen ihn ja mit uns ins Kino und so. War richtig, richtig Streitthema in der Kasse. Und meine Eltern gesagt, nein, wir haften für ihn. Da haben sie auch gemeint, ja, aber da wird gefurzt und so. Ich durfte dann rein. Ja, das ist, also früher hat man nicht so eng drauf geachtet, aber mittlerweile ist es so, dass du auch, also, Also mein 8-jähriger Sohn dürfte den verrückten Professor sehen, wenn der ab 12 ist. Also. Ja, ja, bei 12 ja, bei 16 nein. Ja, das ist auch vielleicht was anderes, aber es war Eltern. Ja ab 12 und da habe ich, also, ja, ja, keine Ahnung. Der ist vielleicht nicht pädagogisch wertvoll, aber da passiert ja nichts so, dass du jetzt sagen kannst, danach hat der ein Trauma weg. Ja, der wäre heute auch wahrscheinlich, hätte der kein Rating wahrscheinlich. Ah, bei den Low-Ratings sind sie noch ziemlich empfindlich aus irgendeinem Grund. Oh, hier ist ein Penisabdruck. Wer ist denn hier gestorben? Was steht denn da? Wer ist da gestorben? Loving Memories... Boy, Kyle, March. Ja, aber guck mal, da oben steht der Name. Weiß nicht, Clint Brown oder Flick. Oder Cheyenne. Cheyenne. Cheyenne Bieber. Cheyenne. Cyril. Cyril Brown. Cyril, Alter, das ist hier, hier ist Alex Williams. Baldwin? Liegt hier. Alec Baldwin. Der ist irgendwas mit 99. 72 Jahre wurde er alt. Beth Turner. Und jetzt Forever with the Lord. Drachenlord oder was? Nee, Gott vor Telefon. Nächste Runde. Nee. Was ist hier los? Ist das irgendwie so eine Halloween-Sonderverhalten? Nee, der kommt nicht nochmal. Hast du nicht gerade gehört? Er hat Kampfansage gemacht. Hat gesagt, treffen uns unten am Bassen ohne treten. Ja, aber der kommt nicht nochmal, es ist taghell. Und ja, das haben wir alles schon erlebt in unserer langen Bigfoot-Jagd-Karriere. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier oben und sägen erstmal noch an einem dicken Stamm ein, zwei Stündchen. Ja gut, wir sehen uns eben erstmal wieder in der nächsten Folge. Ne? Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.